Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 3. Juli 2018? Das habe ich schon verkündet, dass ich Richtung indischen Astrologie mich bewege. Und so vermittle ich auch die Tageshoroskopen. Ich muss aber erklären, dass die indischen Astrologen die Horoskopen anders berechnen als die westlichen Astrologie. Auch die Tageshoroskopen bei der indischen Astrologie berücksichtigt die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserer Sonne mit dem gesamten Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Und dadurch ist dieser Unterschied ergeben, so dass die indischen Astrologen einen anderen Berechnung haben. Dann kann selbstverständlich passieren, dass Sonne, Mond oder die Planeten anderes platzieren, als wir in westlichen Astrologie kennen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. So beschreibt es unserem westlichen Astrologie. Bei indischen Astrologie aber anderes. Weil die indischen Astrologen sagen, die Sonne befindet sich noch in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das bedeutet ein Aufstieg, etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit suchen, auch die Bedürfnis nach Anerkennung wahrgenommen zu werden. Und wenn ich versuche, die beiden astrologischen Richtungen zusammenzufügen, dann könnte ich sagen, das ist Grenzbereich, das trifft auch die Zwillingsgeborenen, trifft aber auch die Krebsgeborenen. Die Krebsgeborenen können damit rechnen, dass sie in einer rechtlichen Situation vorangehen oder sie bekommen ihre Rechte oder das geht zum Ende. Aber in anderen Situationen, wo um Gerechtigkeit geht, wird sich etwas klären. Und die Krebsgeborenen bekommen ihren Rechte. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen. Hier gibt es auch einen gewissen Unterschied, weil nach westlicher Astrologie heißt, dass Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und das heißt, die Tierkreiszeichen Löwen haben Gespräche, wichtige Gespräche oder kommt eine Nachricht nach indischen Astrologie befindet sich Merkur aber noch im Krebs. Nicht nur Merkur, sondern nach indischen Astrologie Venus befindet sich auch noch im Krebs, im Grenzbereich zwischen Krebs und Löwe. Also das ist der Unterschied. Und wenn hier Themen gibt wie Liebe, Partnerschaft und Gespräche, das kann auch die Löwengeborenen, aber auch die Krebsgeborenen treffen. Ich werde das mal so beschreiben, das ist Grenzbereich und trifft beiden Tierkreiszeichen und so können wir orientieren. Aber korrekte Berechnung ist, dass, wie die indischen Astrologen das berechnen, dass Merkur und Venus noch im Tierkreiszeichen Krebs ist, weil so ist tatsächlich im himmlischen Erscheinung, diesen Planeten haben einen Bezug noch zum Tierkreiszeichen Krebs. Aber so können wir das alles klären, wenn ich das versuche so vermitteln. Das ist Grenzbereich, trifft die Krebsgeborenen, trifft die Löwengeborenen. Und das sind Themen wie Liebe, Partnerschaft, klärenden Gesprächen. Merkur hat Einfluss von Mond und auch von Saturn ernsthafte Gesprächen. Aber die Rückläufigkeit Saturn vermittelt noch etwas. Themen von Vergangenheit. Entweder kehrt jemand zurück und ist der Kontakt wieder da oder die Erinnerungen kommen und die Bedürfnis etwas zum Klären mit jemand noch von Vergangenheit. Und weil Mond das auch beeinflusst, geht auch um Gefühlen. Also das sind die wichtigen Themen, die Löwengeborenen und natürlich auch die karmischen
Erinnerungen, aber neue Aufgabe, eine neue Richtung in allen Ebenen. Was noch wichtig ist bei den Löwengeborenen, das ist die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl und die Finanzen. Die Tierkreise zeichnen Jungfrauen, haben die Sicherheit und Stabilität und sie haben auch diese Bedürfnis nach Sicherheit und sie haben die Basis und jetzt orientieren sich neu. Die Gespräche verunsichern eher die Jungfraugeborenen. Sie brauchen klare Ziele, die brauchen klare Orientierung. Was noch zum Erwarten ist bei der Jungfraugeborenen, dass etwas ändert sich in wohnlichen Situationen. Und die Kontakte kommen von Verwandtschaft oder von Nachbarschaft. Und da sind die Gespräche, die Kontakte oder Besuch oder ein Fest. Das ist auch möglich, was gerade die Jungfraugeborenen erleben. Bei Wagengeborenen ändert sich auch etwas in wohnlichen Situationen. Entweder eine neue Einrichtung, aber Umzug ist auch möglich. Aber noch kurz zurück zu Jungfraugeborenen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Die Jungfraugeborenen ist wichtig, gerade die Balance, das innere Gleichgewicht. Und jetzt die Tierkreise zeichnen Skorpiongeborenen. Die Tierkreise zeichnen Skorpiongeborenen haben Glück. Aber sie sollen auf diesem Glück vertrauen. Das kann man nicht erzwingen, sondern einfach geschehen lassen. Daran liegt die ganze Geheimnis. Dann verläuft den Tag traumhaft schön. Bei Tierkreise zeichnen Schützengeborenen verbessert sich etwas in beruflichen Situationen. Die Schützengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen und in die Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück. Die Tierkreise zeichnen Steinbockgeborenen ist auch ein sehr wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft, aber auch die Gespräche. Wichtig ist nicht nur warten, sondern diese Gespräche suchen, Gefühle zeigen, Interesse zeigen, so kommt das alles im Gleichgewicht. Was noch wichtig ist bei den Steinbockgeborenen, auf ihren Träume hören und es auch vertrauen, einfach geschehen lassen und so bleiben wir in inneren Ruhe und in inneren Gleichgewicht. Die Tierkreise zeichnen Wassermanngeborenen haben das Gefühl, dass alles zu viel ist. Sie fühlen sich überfordert, müde oder erschöpft. Aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Kraft, kommt wieder die Verbesserung. In der nächsten Zeit wird wichtiges Thema sein, die Liebepartnerschaft und auch ein klärendes Gespräch. Jetzt noch die Mondbewegung. Nach unserem westlichen Astrologie heißt, Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Aber in indischen Astrologie bewegt sich Mond noch in Tierkreiszeichen Wassermann. Tatsächlich, diesem Sternmann von Sternbild Wassermann haben noch einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung. Und weil Mond nimmt die Energie auf von den Sternen und vermittelt uns weiter und somit beeinflusst unseren Alltag und beeinflusst unsere Emotionen. Es ist wichtig zu betrachten, wo in welche Richtung kommen die Einflüsse, was vermittelt uns die heutige Mondbewegung. Nach indischen Astrologie heißt es, die hundertfache Sternen wirken auf unserem heutigen Tag. Und diese hundertfachen Sterne sind Glückssterne, aber wichtig ist die Angst überwinden. Die indischen Astrologen beschreiben diese Mondhaus, die heutige Mondbewegung. Wir sollen nichts anfangen, wovon wir Angst haben, sonst wird die Angst größer. Hundertfach größer, so wird das beschrieben, sondern das tun, was in unserem Herzen liegt, was uns begeistert, wovon wir keine Angst haben, dann wirkt die hundertfache Sternen diesem Glückssternen. Also wenn wir unsicher sind oder Angst haben, dann lieber nichts bewegen. Die Tierkreise zeichnen Fischengeborenen,
sind sehr intuitiv und daran liegt auch die Kraft. Sie brauchen die Vertrauen, alles geschehen lassen, dann kommt alles in Bewegung, kommt alles im Fluss und das ist sehr geschmeidig. Ein klärendes Gespräch ist bei den Fischengeborenen auch sehr wichtig. Da sind Unklarheiten da und die Fischengeborenen haben auch dieses Bedürfnis, etwas zum Klären. Die Tierkreise zeichnen, Wiedergeborenen haben Kraft und mit dieser Kraft möchten sie etwas bewegen. Das ist ein beruflicher Aufstieg, aber in die Liebe, Partnerschaft haben die Wiedergeborenen auch Glück und eine gute Nachricht ist schon unterwegs. Die Tierkreise zeichnen, Stiergeborenen kommen unerwartete Ereignisse und das bringt die Stiergeborenen aus dem Gleichgewicht. Aber es ist wichtig, alles erstmal geschehen lassen oder beobachten und noch nicht handeln, wichtig, das innere Gleichgewicht wieder zu finden oder die Ängste überwinden. Die Tierkreise zeichnen Zwillingsgeborenen haben etwas vor und sie setzen das um in Tat. Sie haben auch diese Kraft und Mut, etwas verändern, etwas in Bewegung setzen. Und die nächste Zeit haben die Zwillingsgeborenen Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop. Ich erwähne noch etwas und das sind die Blitzberatungen. Das sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihre Frage und bekommen Sie Antwort noch im selben Tag. Alle spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.